Ja, hallo Leute, also die Bilder machen einen wirklich sprachlos. Hier steht ein brandneuer Knaus Vensation und wir haben Bilder bekommen von einem teilintegrierten Knaus, der gestohlen worden ist. Der Besitzer hatte einen einfachen Tracker drin. Die Polizei hat das Fahrzeug in Polen wiedergefunden und man muss diese Bilder einfach mal auf sich wirken lassen. Die haben den gesamten Triebkopf vorne rausgeschnitten aus dem Auto. Man kann wirklich sehen, dass nur noch die Metallteile hängen, alles weggeschnitten bei so einem Fahrzeug. Es gibt nur eine Lösung. Baut euch ein Pandora-Camper-Alarmsystem mit Wegfahrsperre, Schockneigungssensoren ein. Im Anhang zeigen wir euch jetzt die ganze Anlage an diesem wunderschönen Knaus Van Sensation. Viel Spaß dabei. Knaus, Vensation, teilintegrierter auf Basis des Ducato 8. 7 Meter lang, sehr schön ausgeführt mit diesem kleinen Aufsetzdach. Oben ist ein Skyroof drin. Wir haben den Wagen hier ausgestattet mit dem Pandora Camper Alarmsystem. Wir haben jedes Fenster mit den DMS-Sensoren von Pandora ausgestattet. Die ganz große Funksirene ist eingebaut, PS332. Wir haben die Garagen gesichert. Der Wagen ist gegen Schock, gegen Neigung, gegen Abschleppen, gegen Aufbocken, gegen Tankdiebstahl. Das hatten wir übrigens in unserem letzten, oder Treibstoffdiebstahl, das haben wir in unserem letzten Video mal gezeigt. Aktuell sind ja die Spritpreise so hoch wieder, dass ein ganz großer Angriffspunkt bei diesen Fahrzeugen jetzt die Tankklappe ist. Und wir haben ein Video gemacht, wo wir euch zeigen, dass wir diese Klappe zusätzlich auch noch absichern können. Also es geht ja nur darum, dass das hier rauskommt, quasi der Tankdeckel, und dann könnte der Tank abgebohrt oder also angebohrt oder natürlich ausgesaugt werden mit einer Pumpe. Geht ganz schnell. Das können wir mit der Pandora auch alles absichern. Ja, Bedienung super einfach wieder bei dem Fahrzeug. Hier ist die Fernbedienung, ist noch eine Folie drauf, also nicht wundern, dass dieser Rand hier so rau ist. Ich drücke mal drauf. Fahrzeug ist freigeschaltet, die Alarmanlage ist aus. Ich kann also jetzt an dem Fahrzeug hier rumklopfen, rumhauen, wie ich möchte. Hier passiert gar nichts. So, jetzt fahren wir das System hoch. Fernbedienung. Ich schalte dich oben an. Status Schloss offen. Einmal vorne kurz drücken. Alarmanlage ist scharf. Alle Türen sind zu, sonst hätten wir noch entsprechende Quittierungstöne nachbekommen. Wenn also sich jetzt jemand an dem Fahrzeug hier vergeht und sagt, oh, den kann ich ja mal ärgern, den kann ich ja mal hauen, den kann ich ja mal schlagen. Dann sagt das System nicht mehr mit mir. Direkter Anruf bei seinem Besitzer, Push-Mitteilung, alles wird jetzt Vollgas gegeben von dem System, um seinen Besitzer zu informieren. Ich breche das wieder ab. Das Fahrzeug würde sich in diesem Zustand nicht starten lassen. Die Wegfahrsperre zieht alle Sperren hoch, die gehen. Na, wir sind also gegen alle Eventualitäten gesichert. So, sagt er mir auch, wir haben einen Alarm gehabt, Schock sind so Alarmlevel. Es gibt ja auch noch einen Voralarm. Ich schalte das System wieder scharf. Die Fenster sind überwacht, wenn sie geschlagen werden. Die Fenster können angeklappt überwacht werden. Wenn also jetzt jemand versuchen würde, hier nachts zu poolen, die Tür ist offen, das weiß ich, also das Schloss. Und hier sitzt ein Sensor mit drauf. Das war's. Alarmanlage hat ausgelöst. Es kommt niemand zu euch ins Auto, ohne dass ihr das möchtet. Boah, ist die Hölle los. PS332 Bluetooth-Funkakkusirene. Ich mache das hier wieder aus. Und wie ihr seht, hier sind noch die Folien auf der Tür drauf. Ich gehe jetzt mal rein, zeige euch den mal von drin. Der Wagen hat hier oben so ein kleines Skyroof. Hier sind so Holzablagen. Hier ist die ganze Technik zu sehen. Ich kann hier nochmal in die Schränke reingucken. Ja, lasst gerne mal ein Like für den Kanal da. Abonniert natürlich unseren Kanal. Habt ihr Fragen? canforce.de. Wir zeigen euch die Fahrzeuge jetzt ein bisschen näher. Nicht nur das Alarmsystem. Sehr schön gemachte Küche. Hier ist noch so ein kleines Brett, was rausgeklappt werden kann. Es ist alles mit Touchfeldern heute versehen, ne? Ich kann also jetzt hier die Lichter entsprechend hier oben schalten, vorne schalten, hinten schalten. Seht ihr, ich kann das auch dimmen. Also toll gemacht, ne? Das ist heute diese ganze moderne Steuerung, die bei den Fahrzeugen geht. Und dann haben wir hier oben integriertes Licht in dem Kurbelfenster oder der Kurbeldachluke. Na, hier ist ein schöner Fernseher drin. Hier oben ist die Satellitengeschichte. Der Receiver ist hier drin. Alles ja, mit Soft Close. Sehr schön. Nochmal eingestickt, um was für ein Fahrzeug es sich hier handelt. Der Tisch ist ausklappbar. Ja, und hier vorne ist der ganz neue Ducato 8. Diesmal mit dem Infofeld in der Mitte und den analogen Armaturen. Den gibt es ja auch mit dem Digitalfeld. Das haben wir im anderen Video schon mal gezeigt. Hier unten ist das neue
Mittelkonsolen-Bedienfeld, ne? Und die normale Klimaanlage, nicht die Klimaautomatik. Und von Pioneer Radio mit Head-Up-Display. Dann sind hier oben nochmal kleine Lampen versetzt. Unten drunter ist so ein Ambiente-Licht. Das kann auch alles nochmal eingestellt werden. Hier sind auch nochmal Schalter. Kann auch nochmal zugeschaltet werden, also zusätzliches Licht. So, dann haben wir hinten das Schlafzimmer. Ja, und das Schlafzimmer ist, wie man sieht, nagelneu. Hier hat noch nie jemand drin geschlafen. Das Fahrzeug ist von seinen Besitzern zu uns gebracht worden. Denn in der Nachbarschaft ist ein Wohnmobil ja nachts vom Hof geklaut worden. Und die Besitzer haben gesagt, den kriegen sie nicht wieder. Da haben sie so lange drauf gewartet, die Preise bei den Fahrzeugen explodieren. Wir haben den maximal gesichert. Pandora, das beste Alarmsystem am Markt. Auch funktional, wenn ihr im Urlaub seid, in der Schweiz und so weiter. Wir haben schon 4G LTE, Schock und Neigung. Wir haben eine Wegfahrsperre eingebaut, die ihr sogar ziehen könnt, wenn sie euch die Schlüssel klauen. Ja, mehr kann man nicht machen. Das ist wirklich absolut High-End. Sehr schönes Badezimmer. Na, sieht man aus, alles neu. Ich mache jetzt hier kein Licht mehr an, sondern... So, dann haben wir hier so ein kleiner Schrank. Okay, ja, schön. Gut, dann gucken wir nochmal in die Garage. Die Schubladen sind schön gemacht hier. Ne? Das ist alles unterleuchtet, also mit so einer... Ja, toll. Edelstahl. Sehr gut, hier ein kleiner Ab... Also nochmal abgesetzt, das Fenster. So, Zentralelektrik und hier die Ablagen oben, wo man Dinge reintun kann. Das haben die wirklich schön ausgearbeitet. Schöne Deckenhöhe. Ja, den kann man mal wirklich auf sich wirken lassen, den Teil integrierten. Aktuellstes Modelljahr Wohnmobil 2022. Ein Knaus Vansation. Ist auch sehr schön beklebt. Mit diesem ganz leichten Blauton. Ja. Kühlschrank. Und hier die Vorhängefenster. So, jetzt gucken wir noch mal in die Garage rein. So, was sehen wir hier? Ja, auch schön. Okay. Ja, Fächer, Heizungsausströmer und schon für Fahrräder ready. Da hinten ist der zentrale Sicherungskasten. Gut. Dann gehen wir noch mal nach vorne. Multijet 3. Das sind die ganz aktuellen Motoren. Neueste Abgasnorm. Dieses neue, überarbeitete Kühlerelement ist ein bisschen flacher geworden. Ich finde, das sieht ganz schick aus, wenn man es von oben so ein bisschen sieht. Wir hatten den in der vergangenen Woche hier von Affinity. Der hatte die ganz neuen LED-Lampen von Fiat auch drin. Ja, die entwickeln sich immer weiter. Können wir hier nochmal wie so eine Carbonbeklebung. Achso, ja, Zentralverriegelung aufmachen. Wir haben was Besonderes bei der Pandora. Wir haben eine zweistufige Entschärfung. Ich habe jetzt, wie ihr seht, ist die Tür offen. Wenn ich jetzt das Fahrzeug schärfen möchte, werde ich vom Fahrzeug sogenannt angezählt. Tick, 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 tick. Es ist nämlich noch eine Zone offen. Und das sagt er mir auch. Tür ist offen. Ich entschärfe das System. Alarmanlage ist aus. Zentralverriegelung ist zu. Erst wenn ich ein zweites Mal drücke, geht die Zentralverriegelung auf. Warum machen wir das? Weil das ein Wohnmobil ist. Und wenn ihr im Wohnmobil hinten seid oder ihr möchtet nur die Dachluke oder irgendein Fenster verändern, dann müssen wir ja nachts nicht hier vorne die Zentralverriegelung aufmachen. Das ist der Grund, warum wir das mit einer zweistufigen Entschärfung entsprechend für den Kunden so konfigurieren. Ich habe hier, glaube ich, noch was Tolles zu zeigen vorne. Nämlich, ach so, ja stimmt, das ist das Head-Up-Display, das hier eingebaut ist. Ja, die Sirene, ne? Also wenn ich jetzt hier mal mit der Fernbedienung Panikalarm mache, boah, dann fliegen uns hier echt die Ohren weg. Also ich breche das wieder ab. Boah, die sind so brutal laut und die sind natürlich auch gegen Störsender angriffssicher, wenn die ihre Verbindung zur Zentrale verlieren. Ihr habt eine Funktion bei Pandora, die nennt sich Active Protection. Damit könnt ihr ein Störsender-Schutzprogramm aktivieren. Das ist alles serienmäßig. Pandora ist das modernste und beste Alarmsystem, was es auf dem Markt gibt. Nehmt uns beim Wort. Wir sind die absoluten Spezialisten und Exzellenzpartner von Pandora. Wenn ihr Fragen habt zu so einem System, canforce.de/kontakt oder ihr ruft mal an. Unter canforce.de im unteren Bereich findet ihr unsere Telefonnummer. So, ich mache den jetzt nochmal zu für ein finales Bild. Nochmal richtig hier. So, Auto ist zu. Gehen wir noch einmal und lassen den auf uns wirken. Vansation, ganz aktuelles Fahrzeug. Modelljahr 2022. Der Wagen hat 41 Kilometer runter
und die Kunden holen den jetzt ab. Doch, ich habe doch noch eine Sache, bevor wir Schluss machen. Wir haben einen Gassensor eingebaut. Das interessiert ja auch immer viele. Wir haben hier unten von Linnepe den Trigassensor eingebaut. Butan, Propan, K.O.-Gas und wenn gewünscht, können wir den auch erweitern um eine quasi zweite Sonde für Kohlenmonoxid. Die Bedienung ist ganz einfach. Der hat hier so einen kleinen Knopf, der ist jetzt an und ist scharf sozusagen. Wenn der was detektieren würde, fängt er an rot zu blinken. Wenn ich ihn heller machen möchte, drücke ich drauf, dann habe ich volles Licht. Oder ich sage, bitte dimm dich ab. Und wenn er jetzt was detektiert, dann legt er entsprechend los und meldet im Auto mit eigenem Summer, also mit eigenem Pieper und mit Blinken, dass es ein Problem gibt. Butan, Propan, K.O.-Gas. Ich schalte ihn jetzt aus, einmal kurz festhalten, er blitzt einmal auf, das war's und jetzt ist er abgeschaltet. So, wir fahren die Schublade nochmal rein, oder beziehungsweise die Treppe, nicht die Schublade. Treppe ist drin. Ja, brandneu, alles neu. So, haben die hier noch, auch schön, ja, schließen, knaus. Gut, wir schließen das Fahrzeug, was immer schön ist, wenn die Fahrzeuge an den Aufbautüren hier eine doppelte Schließung haben, ne? Das ist Thema Tür knacken etwas schwerer, weil wenn die hier nur in der Tür einen einzigen haben, dann kann man das so ungefähr mit dem Zahnstocher aufmachen. Aber hier geht es nicht weiter. In dem Moment, wo das Auto einen Schlag bekommt, ne, irgendwas passiert, die Pandora informiert ihre Besitzer. Und ich kann mit Gewissheit sagen, wir haben keine Einbrüche mehr und wir haben keine gestohlenen Fahrzeuge. Wenn euch sowas interessiert, canforce.de/kontakt oder unter canforce unserer Webseite einfach mal die Telefonnummer anwählen und mit uns sprechen. Wir machen dann eine Konfiguration mit euch, einen Einbau bei so einem Fahrzeug, jetzt mit Gaswarner, 5,5-6 Stunden Minimum und der Wagen ist jetzt gegen alle Eventualitäten geschützt. Schaut mal in die anderen Videos vom Fiat Ducato 8, da haben wir auch gezeigt, wie die Wegfahrsperre in Aktion ist und damit mit den Bildern verabschieden wir uns jetzt. Das war Sven von Canforce, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald. Ciao.